Brüder und Schwestern, die Geschichte, die wir gehört haben aus dem Markus-Evangelium, ist eine der vielen Heilungen, von denen die Heilige Schrift berichtet. Heilungen, die Jesus vollbracht hat in der Kraft Gottes. Und man könnte sehr lange darüber reden, wie Gott eigentlich in dieser Welt wirkt und was diese Kraft Gottes zu bedeuten hat. Aber ich möchte heute euer Augenmerk auf etwas ganz anderes richten, auf etwas, was man aus diesem Evangelium, glaube ich, auch für die persönliche Nachfolge gewinnen kann. Wie wir gehört haben, geht Jesus heute in eine Synagoge, also es ist Sabbat, da beten die Juden, Jesus geht wie jeder andere erwachsene jüdische Mann in die Synagoge und geht beten. Und dort legt er anscheinend auch diese Schrift aus, weil es heißt, er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Und dann stört dieses ganze Lehren Jesu irgendein Mensch. In dieser Synagoge sitzt auch einer, der von einem unreinen Geist geplagt wird. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, einen Menschen, der von einem unreinen Geist geplagt wird. Und dieser Begriff unreiner Geist bedeutet nicht, dass er irgendwelche verwerfliche sexuelle Gedanken hatte oder wie irgendwie lebte, wie es den moralischen Vorstellungen nicht entsprach, sondern etwas ganz anderes. Dieser unreine Geist, den dieser Mann besaß, das ist einfach ein Bild dafür, dass in ihm etwas war, was zum Tod führte. Man könnte sogar das ein bisschen zuspitzen und sagen, dieser Mann war am Sterben. Wahrscheinlich nicht deswegen, weil er körperlich irgendwo ein Gebrechen hatte, sondern weil in ihm etwas war, das an ihm nagte. Also so wirklich. Und in meinem Leben gibt es so ein paar Dinge, die ich schon gebeichtet habe, wo ich selber mir zugestanden habe, da habe ich gefehlt und eigentlich gehört es zu meiner Vergangenheit. Aber immer wieder kommt es hoch. Und wenn es hochkommt, habe ich so wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl wie dieser Mann, der da in der Synagoge sitzt. Dass ich in Gottes Augen und auch, also in meinen eigenen, nichts wert bin. Frag dich selber, ob es dir manchmal auch so geht, wenn du dich an deine eigene Vergangenheit erinnerst. Was passiert ist, sind sicher viele gute Dinge, viele, die einfach belanglos waren. Und vielleicht eins oder zwei, wo du merkst, da ist ein, irgendwie, wie die Bibel sagt, ein Stachel des Todes in mir. Etwas, was in meinem Herzen steckt und es dunkel macht. Nicht böse, sondern einfach dunkel, dass ich nicht weiter weiß. Und wenn so etwas in dir ist, dann bist du wie dieser Mann in dieser Synagoge, von dem wir heute gehört haben. Und Jesus zeigt ihm einen Ausweg aus dieser Situation. Also er sitzt in der Synagoge und begegnet Jesus. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich glaube im Markus-Evangelium sagt er es nicht, aber aus dem Johannes-Evangelium haben wir es berichtet, Jesus sagt von sich selber, er ist das Leben. Und wir sehen eine Situation hier in dieser Synagoge, an einem Ort, der mit Leben erfüllt werden sollte, also ein Ort, wo Gott angebetet werden sollte, so wie diese Kirche ungefähr. Also die Einrichtung ein bisschen anders, aber vom Prinzip her dasselbe. Ein Ort, der dem lebendigen Gott gehört, wo auch der Tod sitzt. Und in dieser Synagoge begegnet der, der das Leben selbst ist, einem Menschen, der nur den Tod vor Augen hat, der nicht weiter leben kann. Man könnte auch heute sagen, irgendwie Depression, aber das ist hier nicht damit gemeint. Da geht es wirklich um die Seele und nicht um die Psyche.
Es spielt miteinander zusammen, aber Jesus geht es um die Seele des Menschen. Also der erste Schritt, um das zu ändern, wenn du so etwas in deinem Leben hast, ist die Begegnung mit Jesus zu suchen. Und du bist es wert. Auch wenn du vielleicht manchmal denkst, das hat keinen Sinn. Gott, wie ich bin, will nichts mit mir zu tun haben. Das höre ich manchmal auch in der Beichte. Und das ist eine Lebenswirklichkeit vieler Menschen, warum sie auch an Gott nicht glauben können. Weil sie die eigene Sünde sehen. Diese Begegnung mit Jesus ist der erste Schritt. Und diese Begegnung löst etwas aus. Nämlich, dass das Böse in mir, also die Schuld, die ich in mir trage, zur Sprache kommt. Und man muss es klar unterscheiden, das bist nicht du, wenn so etwas aufkommt. Das sind die Gedanken, die dann anfangen zu gehen. Ich bin nichts wert, ich habe es falsch gemacht, ich habe andere verletzt, ich habe mich selber verletzt und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Das meldet sich zur Sprache, weil der Böse wehrt sich. Und das Böse in uns wehrt sich auch. Es will nicht raus, das will da bleiben in deinem Herzen. Dein Herz ist etwas Gutes. Ne? Warum sollte es da raus? Es will nicht. Diese Begegnung mit Jesus löst das auch aus. Dass in dir wieder diese Gedanken aufkommen. Und dann gehst du vielleicht damit auch ins Gebet. Und da wird es noch schlimmer eigentlich. Weil wenn du das, was in dir so spricht und zur Sprache kommt jetzt, mit Gott konfrontierst, vor ihn stellst, ja, wer bist du dann? Wer bist du dann vor Gott? Und die Stimme, die in uns ist, sagt uns sehr oft, ich bin ein Niemand. Und eines möchte ich euch sagen. Der Satan wird nicht ohne Grund der Vater der Lüge genannt, weil das ist eine der größten Lügen über dein Leben. Diese Stimme, die sich manchmal regt und dir sagt, du bist nichts wert. Und trau dich nicht einmal zu Gott zu gehen. Das ist die größte Lüge in deinem Leben, wenn du sowas hörst. Und du bist auch nicht daran schuld, dass diese Stimme sich in dir manchmal regt. Fehler macht jeder im Leben. Es geht darum jetzt, einen Schritt weiter zu gehen und sich selber zu sagen, das bin nicht ich, diese Stimme, die sich in mir regt, und das ist auch nicht die Stimme Gottes. Das ist nicht sein Wort über mich. Und Jesus zeigt einen Weg, wie man damit umzugehen hat. Der böse Geist in diesem unreinen Mann regt sich und erzählt Jesus, wer er eigentlich ist. Also wenn du Gott begegnest, so wirklich, kannst du auch nicht anders. Und der Böse weiß es auch. Und was macht er? Ja, er betet ihn eigentlich an und sagt, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Höchste und so weiter. Er weiß, wer vor ihm steht und wehrt sich. Und Jesus lässt sich auf dieses Gespräch nicht ein, weil er weiß, dieser unreine Geist in diesem Mann ist so klein. Und er sagt ihm einfach, schweig. Und diese Formulierung, die Jesus hier verwendet, das hat man nicht zu Menschen gesagt, sondern zu Hunden.
halt die Schnauze und Schluss mit der Diskussion. Und so ein Wort spricht Gott zu dieser Stimme in deinem Herzen, die eine Lüge über dein Leben ausspricht. So ein Gott ist es. Er bringt es zu Schweigen. Wenn du dich auf dieses Gespräch mit dieser Stimme in dir nicht einlässt. Und dann ist plötzlich etwas möglich, was nicht möglich erscheint. Dieser unreine Geist verlässt diesen Mann, ohne großes Aufsehen zu erregen. Er verschwindet einfach, weil er Jesus begegnet ist. Und Jesus möchte jeden von uns zu so einer Begegnung einladen, weil er weiß um dein Leben, er weiß um mein Leben und das aller Menschen. Er möchte dir begegnen, nicht um dir bewusst zu machen, wie schlecht du bist oder wie schlecht es dir geht oder was du so angestellt hast, sondern um dir Leben zu schenken. Also hör nicht auf diese Stimme in deinem Herzen, die Lügen über dich erzählt. Das bist nicht du und das ist nicht Gott. Und wenn du es einmal erfährst, dass diese Botschaft, die wir eigentlich jeden Sonntag hören, wahr ist, wenn du es einmal in deinem Leben erlebst, dann wird es dir so ergehen wie den Jüngern Jesu nach seiner Auferstehung, weil es in der Apostelgeschichte steht, wir können darüber nicht schweigen, was wir gehört und gesehen haben. Und wenn du so etwas erlebt hast, geh zu den Menschen da draußen oder zu deinem Nachbarn, egal. Und erzähle ihm diese Nachricht von einem Gott, der rettet, der mächtig ist, der dir wieder Leben schenken kann. Das ist das Prinzip, wie die Kirche funktioniert. Aus der Begegnung mit Gott heraus wird das Evangelium weiter verkündet. Und das ist unser ureigenster Auftrag, das Evangelium zu verkünden, durch einfache Taten. Manchmal bedeutet es, wenn du hinausgehst, einen Menschen einfach zu umarmen oder ihm zuzuhören. So kann er auch die Nähe Gottes erfahren oder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Je nachdem, wie es dir geht, diesem Menschen, die Situation ist. Aber wenn du es erfährst, bleibe nicht dabei. Erzähle anderen, wie gut es dir mit Gott geht. Und wenn es dir nicht gut mit Gott geht, ja, dann schaue auf dieses Evangelium, das wir heute gehört haben. Vielleicht ist da noch etwas, was in dir arbeitet. Das ist ganz am Anfang des Markus-Evangeliums, erstes Kapitel. Einfach noch einmal durchlesen und schauen, wo Jesus in mich hineinspricht und wo diese Stimme in mich hineinspricht, die nur Tod bringt. Der heilige Ignatius von Loyola hat es Unterscheidung der Geister genannt. Kann man so nennen. Ich würde sagen, das ist das Wichtigste für die Nachfolge, zu wissen, wer ich in den Augen Gottes bin und was ich in seinen Augen nicht bin. Du bist ein Sünder, eine Sünderin, aber du bist nicht deine Sünde. Das ist ein großer Unterschied. Du magst verletzt sein, aber du bist nicht die Verletzung selbst. Und Gott kann jeden Schmerz heilen, jede Wunde schließen und auch dein Leben neu ausrichten.